Fulda Nachrichten. Hallo, herzlich willkommen bei den heutigen Nachrichten. Wir haben den 17. Oktober. Mein Name ist Frederik und das sind unsere Meldungen. Und nun die Weltnachricht. Seit gestern gibt es in Fulda wieder sehr viele neue Studierende. Insgesamt sind jetzt ca. 9000 davon eingeschrieben. 2300 davon sind gerade erst nach Fulda gezogen und viele suchen noch eine Wohnung. Wenn ihr also zu Hause noch etwas Luft habt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr vielleicht noch jemanden aufnehmen möchtet. Und nun zu den Wahlen. Heute sind Wahlen in Mini-Fulda. Unser Außenteam hat sich den ganzen Tag in der Stadt umgeschaut und Eindrücke gesammelt. Wir stehen hier gerade vor dem Rathaus. Wir wollen nämlich noch einmal die Bürgermeisterkandidaten befragen. Vielleicht haben sie ja noch einige Überraschungen auf Lager, damit die Bürger sie wählen. Vielleicht haben sie Geschenke oder auch Ähnliches. Das wollen wir jetzt gleich herausfinden. So, und jetzt ist Stina dran. Stina, hast du vielleicht auch irgendwelche Überraschungen für die Bürger, damit sie dich wählen? Ja, also ich habe kleine weiße Karten, wo ein Bonbon drauf ist und mit einem kleinen Text. Und dann habe ich noch kleine Flyer. Das ist auch toll. Sehr viele scheinen es mit Süßigkeiten und kleineren Zetteln zu versuchen, die Bürger für sich zu stimmen. Möchtest du vielleicht noch den Leuten irgendetwas sagen? Dass sie sich überlegen könnten, ob sie mich wählen. Okay, dann überlegt euch, ob ihr Stina wählt. Jetzt haben wir uns Lana rausgeholt. Lana, hast du auch irgendwelche Geschenke? Ja. Was ist das denn? Ich habe Chips und so Würmer. Gut, auch Süßigkeiten. Als nächstes ist Noah dran. Noah, was hast du dir denn ausgedacht, um die Bürger für dich zu stimmen? Hast du auch irgendwelche Überraschungen und Geschenke? Ja, auf jeden Fall. Also Überraschung, wenn es eine Überraschung wäre, würde ich es jetzt auch nicht sagen. Zu einem haben wir Chipstüten vorbereitet, also Chips, ja. Zum anderen habe ich Flyer, Plakate, die ich aufhängen werde. Ja, und ich hoffe, dass das genügt. Gut, es scheinen eigentlich immer dieselben Dinge zu sein, aber es scheint auch zu funktionieren. Und jetzt haben wir hier wieder ein Pärchen und zwar mit zwei Jungen. Na, und habt ihr auch ein paar Überraschungen und Geschenke? Die Überraschung müsst ihr natürlich noch nicht verraten. Ja. Ja, wir haben schon ein paar Tüten mit ein paar Sprüchen drauf vorbereitet und ja. Denkt ihr, dass ihr eine Chance habt, gewählt zu werden? Ich glaube schon, ja. Weil zu zweit kann man ja öfters mal was überdenken und das kann dann schon sehr sinnvoll sein. In Ordnung. Danke auch an euch zwei. Und zum Schluss haben wir jetzt auch noch mal Heike, die Leiterin des Rathauses, rausgeholt, um sie zu interviewen. Heike, wie ist es denn überhaupt zum Rathaus gekommen? Gibt es das schon von Anfang an oder kam es erst nachher dazu? Das Rathaus ist das Wichtigste bei Mini Fulda und das gibt es seit Anfang an, weil ohne das Rathaus würde das ganze Spiel ja nicht funktionieren, weil hier werden alle wichtigen Sachen vorbereitet. Hier findet der Wahlkampf für den Bürgermeister statt. Wir bereiten die Bürgerversammlungen vor. Das Rathaus ist eigentlich die wichtigste und die coolste Werkstatt in Mini Fulda. Ja, das sagen alle. Also nicht alle, dass das Rathaus das Beste ist, sondern es behauptet eigentlich jeder von der Werkstatt. Ich persönlich finde, dass alle gut sind. Als nächstes ist eine Frage, gibt es die Wahlen ebenso schon so lange wie das Rathaus an sich? Ja, seit Anfang an gibt es Wahlen in Mini Fulda, seit wir Mini Fulda durchführen. Und sind Sie auch schon von Anfang an die Leiterin? Ja, ich bin seit Anfang an von Mini Fulda dabei. Und das ist meine Idee, die ich mit nach Fulda gebracht habe. Und wir haben in den letzten Jahren mit ganz vielen lieben Kollegen lange daran gearbeitet, dass Mini Fulda so ist, wie es heute ist. Und denken Sie, die Kandidaten haben eine Chance, gewählt zu werden? Ganz sicher werden wir heute einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin wählen oder vielleicht auch ein Team von Leuten. Das müssen wir sehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir heute um 16 Uhr wissen, wer der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin von Mini Fulda in 2017 Woche 2 sein wird. Vermuten Sie, dass es knapp wird? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt davon ab, wie heute Mittag der Wahlkampf läuft.
In Ordnung. Das waren hilfreiche Informationen. Und nun schalten wir zurück ins Studio. Und soeben erreicht uns das amtliche Ergebnis der Wahl. Sieger ist... Herzlichen Glückwunsch! Eklat im Arbeitsamt. Normalerweise hat die Belegschaft dort alles im Griff, aber heute ging anscheinend einiges schief. Bei uns in den Nachrichten waren plötzlich 7 Leute, obwohl nur 6 hätten da sein dürfen. Wir haben Dennis mal dazu befragt. Es gab in letzter Zeit ja einige Probleme bei der Verteilung der Jobs und ähnliches. Deswegen wollten wir ihn mal fragen, was denn da genau schiefgelaufen ist. Bei uns kamen zum Beispiel gestern nur 4 statt 6 an, heute allerdings 7 statt 6. Wie konnte das denn passieren? Also ein Fehler war es in dem Fall nicht, sondern mir wurde gesagt, dass wir 4 Personen nämlich zu den Nachrichten senden sollen. Und heute hatten wir den Fall, da muss ich leider zugeben, das war ein Fehler unsererseits, auf Seiten des Arbeitsamtes. Unsere Behörde hat da leider etwas versagt. 1, 2, 10, 3, 4, 8, 9, 5, 6, 7. Allerdings im Großen und Ganzen ist es ein tolles Team, denn wir haben 6 Leute eingeplant und leider wurden dann 7 Stellen vergeben. Da Jakob, unser Kameramann, den ihr jetzt leider sehen könnt, wurde in der zweiten Hälfte des Arbeitstages wieder, kam er zu uns und hat gefragt, ob wir ihn jetzt noch brauchen. Wir waren etwas verdutzt und er sagte uns, dass das Arbeitsamt ihn hierher geschickt hätte, weil das Arbeitsamt hätte ebenfalls gesagt, dass wir ihn nicht mehr brauchen würden. Nein, wie ist das denn passiert? Nein, da ist absolut etwas falsch gelaufen, weil der Jakob kam nämlich zu uns und hat uns gesagt, er möchte sich einwählen, weil er nicht mehr gebraucht wird in den Nachrichten. Woraufhin wir natürlich, professionell wie wir sind, gesagt haben, Moment mal, du bist bei den Nachrichten, das ist eine Antragstelle, so geht das aber nicht. Da hat er gesagt, mir wurde aber gesagt von meiner Frau, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Da habe ich gesagt, war es eine Betreuung? Nee, ich glaube, es war keine Betreuung. Da habe ich gesagt, gut, bitte geh mal zu den Nachrichten, frag mal nach. Und dann ist er gegangen und kam nicht zurück. Naja, jetzt kam er doch zurück, allerdings als Kameramann. 1, 2, 10, 3, 4, 8, 9, 5, 6, 7. Das Wetter. Morgen wird es wieder sonnig. Bis zu 6 Sonnenstunden könnt ihr genießen. Gegen Abend tauchen einige Wölkchen auf. Das war's mit den Minifolder Nachrichten. Tschüss. 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 Und zeigst einmal so, musst einmal nur so hier so rüber, dann zeigt er ungefähr in die Richtung, ne? Down, up, down, up. Down, up, down, up. 9, down, 8, 10. Up. Gegen Abend tauchen allerdings einige Wölkchen auf. Ich habe was vergessen. So, und schauen Sie, meine Damen und Herren, das Rathaus beherrscht die 1er Rechtschreibung. Ofen, Schlosen. So weiß immer jeder, was ihn hinter dieser Tür erwartet. Sieben, acht, 19, Sag mal, was für Dennis in der Schule, oder was? Down. Ab. Schritt nach vorne für alle Verbliebenen. Floris? Ja? Soll ich dir mal was verraten? Erzähl mal. Ich glaube, der Dennis kann erzählen. Wollen wir dir mal helfen? Ach so, soll das nicht gesagt werden? Auf geht's, Dennis. Alle zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.